Aber die ist nicht schusssicher. Die ist nicht schusssicher. Nee, die ist nicht schusssicher. Ist sie schlagfest? Auch nicht. Geguckt, ob die schlagfest ist. Alter, du hast aufs Herz geschlagen. Runter in die Knie und wieder hoch. Runter in die Knie. Alter, ich hab runter in die Knie. Liegestütz. Jetzt geht's los. Ey, das darf man nicht. Das darf man nicht. Du cheatest, Alter. Ohne Scheiß. Ich bin der scheiß Terminator, Mann. Aua, du klemmst mich. Hör auf. Hör auf. Ja, ich mach doch nichts. Ich krieg Panik. Hör auf. Sag mal, spinnst was du? Los? Hey. Ja, wo hast du den? Ja, hast du? Ja! Ein herzlich willkommen auf der Gamescom 2024. Es ist Samstag. Wir haben Dynamik, wir haben Bock. An meiner Seite der gut aussehende und motivierte Zavex. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum haben wir Sonnenbrillen auf? Weil wir die ganze Nacht durchgesoffen haben. Sei ehrlich. Also, du hast die ganze Nacht durchgesoffen. Ich bin um 3:30 notgedrungen nach Hause gefahren. 3:30. Aber woher hast du die Kraft? Ich bin jung. Woher hast du die Kraft? Du siehst wirklich aus, als kommst du gerade aus dem Urlaub. Ich fühle mich so schlecht. Ich musste eben, wir waren, als der Timer lief, musste ich noch scheißen gehen. Ich habe so Bierschiss, ich habe Durchfall, Bruder. Ellie, mir geht's so schlecht. Wie war's für dich? Schlimm. Oh. Ganz schlimm. Kann man jetzt noch auf Toilette gehen im Backstage-Bereich? Nein. Ist Feierabend, die ist gesperrt. Die arme Putzfachkraft hat nebenan geputzt. Es tat mir so leid, echt. Ohne Scheiß. Es geht los. Und rein in die Menge. Und rein in die Menge. Hier geht's doch noch. Ist doch super, Chat. Mach schön, dein dass Herz alle mit dabei das ist dein Moment, mach dein Herz. Hier auf der Rolltreppe? Auf so einer kleinen? Mach schnell. Okay, los. Dein Herz. Keiner jubelt, hör auf. Ja, scheiße. Wir lassen's. Ich habe auch in den Kommentaren gesehen, warum hat er die Sonnenbrille auf. Erstens, weil es cool aussieht, auch in der Halle. Es sieht einfach unglaublich cool aus. Und ich habe mir die extra für sehr viel Geld Sehstärke einbauen lassen. Es gibt gar keine Ich habe mir auch gedacht, heute bleibt es einfach auf der Nase. Schau mal, schau mal. Ich sehe aus wie ein Maulwurf, ein Vetter. Wie sehe ich aus? Sag ehrlich. Du siehst frisch aus. Frisch? Wie, Bruder, okay, guck mal. Wie kann man im fortgeschrittenen Alter von 76 36? Bis um 4 im Club feiern, sich völlig, also voll tanken, als hätte man keine Perspektive mehr. Dann fährst du ins Hotel, schläfst 2 Stunden und stehst so vor mir. Ich verstehe das nicht. Aber ich habe gar nicht so getankt. Also, ich hab Alter, ich hab den getroffen in dem VIP-Bereich. Er kam zu mir an und meinte, wir saufen jetzt Bier, wir machen uns dumm. Du hast mich aktiv zum Alkoholismus angestiftet. Ohne Scheiß. Ich sag doch zu dir nicht, wir machen uns dumm, wenn du es schon bist. Das ist ja auch jetzt. Wir wollten heute nett sein, ey. Okay, krass. Du hast recht. Alter. Hier ist der Bundeswehrstand. Alter, ihr seid ja alles Maschinen, Sportskamerad. Grüße. Gerade nur mal, dass du vorbeikommst. Ah ja, klar. Natürlich. Ich bin der Standleiter hier. Cool. Wenn du Bock hast, wir gehen mal ein bisschen in den Messestand. Ja, unbedingt. Das ist Zabex, meine bessere Hälfte. Kann ich hier schießen lernen heute? Du schießen lernen ist schwierig. Okay, das ist mein bester Freund. Ehrlich? Ja, das ist mein bester Freund. Ich muss dich mal anstrengen. Alter, was seid ihr für Maschinen, ey? Bei der Bundeswehr musst du halt so aussehen. Würde er ausgemustert werden oder hätte er eine Chance bei euch? Aber ich lache immer über deine Witze, Alter. Ey, immerhin. Immerhin. Wenn du mit deiner Freundin hast, das ist witzig, Alter. Ohne Scheiß. Ey, ich bin so froh, dass es keine Wehrpflicht mehr gibt. Ne? Ich wäre so am Arsch. Servus. Ohne Scheiß. Aber du siehst so aus wie so ein Elite, wie so ein Elite-Einheit. Ja. Krass. Ich habe ja Zivildienst gemacht im Altersheim auf der Pflegestation 3. Und es war auch schön, sag ich mal so. Hat sich das alles ein bisschen geändert? Nee, ich hätte gleich da bleiben können eigentlich. Hätte jetzt von dir kommen müssen. Zivildienst ist auch eine gute Möglichkeit. Wir gehen mal hier rüber zu unserem Hubschrauberpilot. Hubschrauberpilot. Schreib dann in den Chat, du hast dich selber gepflegt im Altersheim. Das ist ja geil. Also schreib deinen Chat, ja. Aber ich liebe deinen Chat. Dürfen wir mal so einen Helm aufziehen? Ja, klar. Willst du auch Weste mit anziehen? Oh ja. Ja, mach mal Weste. Ja, Kombi, alles mal. Das komplette Programm, lass uns mal als Maschine verkleiden. Und dann rennen wir weg und verkaufen die bei eBay Kleinanzeigen. Kleiner Witz. Ich distanziere mich davon. Ich distanziere mich auch von mir selber. Willst du dich mal so anziehen? Weil mir ist ein bisschen warm gerade. Ja. Ist die Jogginghose nur geiler. Wir werden gleich mal mit dich beschießen und dann gucken wir einfach. Und das ist ordentlich, oh Gott, eng im Schritt. Ja, das ist ja klar. Warte, ich zieh mal kurz Bauch ein. Ja, ich helfe dir. So, und jetzt brauchen wir die Weste. Alter, du siehst aus wie so ein Kämpfer. Alter, ich zieh so krass Bauch ein gerade. Was ist das für eine Weste? Das ist die klassische Weste für Hubschrauberbesatzung. Ah, ja. Die haben nicht nur die Piloten an, sondern wir fliegen natürlich nicht alleine. Ja, sondern ja. Wir haben ja in unserem Transporthubschrauber zum Beispiel auch noch den Bordmechanikerfeldwebel bzw. unsere Bordsicherungssoldaten, besser bekannt als Dorgana. Geil. Guckt euch den an. Zabex, wir müssen ein Foto machen. Guckt es an. Maschine. Geil. Geil. Junge, geil. Warte. Und jetzt Achtung. Bam, super! Roger, Bravo, Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta. Du siehst aus wie so ein Michelin-Männchen, weißt du, was ich meine? Ich fühle mich ewig geil.
Ja, du bist geil. Die beste, guck mal, die, guck mal, du bist so fett, dass die Weste nicht zugeht. Wenn man Bauch ausstrecken. Hör mal, die Weste geht nicht zu, weil er ist einfach, das geht nicht, der ist einfach zu, ich sag mal, muskulös. Ich habe sehr breites Kreuz. Aber die ist nicht schusssicher, die ist nicht schusssicher. Nee, die ist nicht schusssicher, aber die hier oben zum Beispiel. Ist sie schlagfest? Auch nicht. Ich habe geguckt, ob die schlagfest ist. Herz geschlagen. Es tut mir leid. Ich wollte gucken, ob die schlagfest ist. Nein, du willst mir wieder wehtun. Also ich finde eher, der Feind würde bei ihm wahrscheinlich vor Lachen zusammenbrechen. Und das ist auch natürlich eine große Möglichkeit im taktischen Bereich. Geh runter in die Knie. Runter in die Knie und wieder hoch. Runter in die Knie. Runter in die Knie. Liegestütz. Liegestütz. Und eins. Und zwei. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Komm hoch. Und wieder hoch, habe ich gesagt. Komm hoch. Kniebeugen. Einmal runter. Nochmal runter. Kniebeuge. Runter. Kniebeuge. Kniebeuge. Weißt du nicht, wie die Übung funktioniert? Mach einmal Kniebeuge. Einmal runter. Und hoch. Und runter. Jawohl, komm schon. Können wir Eis essen? Geil. Ich mach dich fertig. So Drill Instructor, weißt du, habt ihr ja auch bei der Ausbildung. Da wäre ich so ein bisschen. In kurzer Hose Turnschuh und dann die Jungs so ein bisschen jagen. Das wäre so mein Part. Alles okay? Brauchst du was? Ist alles okay? Ist alles okay? Zabex. Geht's gut. Nee, mir geht's nicht gut. Nein, der kriegt, nein, der kriegt kein Wasser. Frage, ein fremdes Land hackt unser Land und legt alles lahm. Die Deutsche Zentralbank, die Elektrosysteme, die Atomkraftwerke, die es ja nicht mehr gibt. Aber du weißt, was ich meine. Bist du da auch dann zuständig? Wird es dann ungemütlich für uns oder haben wir da, sind wir da safe aufgestellt? Zum Glück bin ich dann nicht zuständig. Okay, alles klar. Okay, sehr. Kannst du gerne mal ausprobieren? Was muss ich machen? Ich bin Gamer. Warte mal. Alter, ja, jetzt will ich gaming-technische Leistung sehen. Pass auf. Damit startest du und fliegst dann noch. Und du musst die immer wieder drücken, sonst fällst du runter. Hey, hey, hey. Also du musst durch die Tore gehen. Ja. Das ist wie Flappy Bird ein bisschen. Ja, genau. Vom Prinzip aus. Guck mal. Oh. Drei Punkte. Hey, Ruhe da. Ich bin Gamer. Ja, ja. Aber warum... Alter, du musst zwischen den Rohren durch, nicht dagegen, Junge. Ey, wir bleiben alle mal entspannt gerade, ja? Alter. Krass. Du musst zwischen diesen Stangen durch. Ja. Ja, oh. Hey. Schrast aus! Tranquilo, tranquilo, ne? Alter. Das kann nicht wahr sein. Das ist unmöglich. Okay, jetzt du. Ich mach mindestens drei. Du machst nicht drei. Ich mach mindestens drei. Direkt der Anfang. Das ist nix. Alter. Alter! Alter! Du bist genauso schlecht. Mir egal. Ich gehe nicht weg. Du bist genauso schlecht. Ich gehe nicht weg, bis ich drei habe. Aber der fliegt auch zu tief, ne? Ohne Scheiß. Du kannst nix. Du kannst nix. Mach den Mund zu. Mach die Zunge weg. Gleich schlage ich dich. Hey, 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 hey. Keine Gewalt am Bundeswehrstand. Super, Zabex. Super. So. Ich mach drei. Ich mach erst drei. Ganz kurz, wer bisher geglaubt hat, dass Zabex ein Gamer ist, hier ist der Beweis, es ist nix. Macht mal Sprechchöre. Zabex, Zabex. Zabex, Zabex. Ja, was ist das? Was ist das? Fünf. Na komm, du alter Schniedel. Mach mal fünf. Warte. Wenn der fünf schafft, fresse ich hier so eine Montur, ohne Scheiß. Scheiße, Mann. Schradin, Schradin, Schradin. Lauter! Keiner macht mit, keiner macht mit. Altersheim, 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 Altersheim. Geil. Drei. Dir fehlen noch zwei. Dann mach doch dein Pick, wir stehen noch hier. Wir gehen jetzt. Okay, das ist geisteskrank. Ja, ich hab dir gesagt, Samstag ist keine gute Idee. Ja, aber du bist halt einfach eine Ikone. Bitte. Das ist einfach Wahnsinn. Weißt du, was ich meine? Okay, da sehe ich uns. Zabek, siehst du das? Sorry, was hast du? Da. Alter, die erschießen sich gegenseitig, die Kinder. Das möchte ich machen. Die Kinder spielen Krieg. Ich möchte Laser-Attack spielen. Laser. Also du gegen mich, wir spielen das gegeneinander. Das sind die Waffen. Okay, und dann muss ich dir mit ins Gesicht schießen. Was passiert damit? Wo müssen wir hinschießen dann? Okay. Der erklärt uns. Ich will nur auf deine Hoden schießen, deine alten oder dein Gesicht. Pass auf, was ich mit dir mache gleich. Das ist ein Stirnband. Das musst du hier richtig drum auf den Kopf setzen. Das Kabel hinten im Nacken, sonst siehst du doof aus. Und darauf muss ich schießen, oder was? Und was für Waffen gibt's? Also immer Headshots drücken. Gibt's?
Das soll doch hinten sein. Ja, so. Ja, so ist richtig. So ist genau Alter, der richtig. Hat nicht zugehört bei der ganzen Einweisung. Ja, keine Ahnung. Hey. Aua. Okay, ich muss euch nur kurz starten. Einen Moment. Ja. Okay. Alter. Er ist einfach losgerannt. Er ist dumm. Er ist einfach losgerannt. Hallo. Schradin. Mann, bist du ein Vollidiot? Wie du aussiehst, ey. Echt krank. Was denn? Wo rennst du denn hin? Ich wollte mich verstecken. Ich wollte schon... Jetzt geht's los. Alter, du bist schon fünfmal tot. Wo ist er, das Schwein? Wo ist er? Wo ist das blöde, fette Schwein? Er ist so schlecht. Wo ist er? Was machst du? Okay, Freunde. Das ist unfair, das darf er nicht. Das darf er nicht machen. Wo ist er? Du bist zu dumm und fett für das Spiel. Ich kann nicht schießen. Ey, das darf er nicht. Das darf er nicht. Du cheatest, Alter, ohne Scheiß. Ich bin der scheiß Terminator, Mann. Alter. Du wolltest nicht. Hau ab! Alter. Alter, ich töte dich. In-game. Bleib. Scheiße, steht ein Stück Scheiße. Du Ficker. Junge, da liegt hier überall, was machst du? Alter! Scheiße. Das war's! Alter. Alter. Ey, das waren nur 3 Minuten. Das war sogar ein bisschen kürzer. Ey, egal was passiert, ich werde niemals zur Bundeswehr gehen. Alter. Wer hat gewonnen? Alter. Oh. Was? Oh. Oh, shit. Oh. Ich mach nichts. Das sind Bilder. Das sind Bilder. TikTok, klippt es. Haut es überall raus. Der alte Mann steht ganz oben. Klippt das, Chat. Klippt das ich alles. Würde, TikTok. Jetzt würde deine Mutter auf mir raus da. So, du warst 5, du warst 2, ne? Ja. So, 5 ist hier die Range. Du hast 27 Hits verteilt, sind 81 gekommen. Ja. Daraus errechnet sich das Score von minus 54. Was? Hier, 81 gekommen, 27 bekommen. 81 verteilt und 27 bekommen. Also awesome. Bitte zeig das. Das und wer hat das gewonnen? Heißt, Schradin hat minus 54 Punkte und ich plus 54. Ja, genau. Hä, wieso denn? Wieso denn? Hä? Wie viel habe ich denn getroffen? Du hast Minuspunkte gemacht. Nein, du hast mich 81 Mal ich habe dir die ganze Zeit einfach losgeschossen. Aber du hast 81 Mal mich getroffen und nicht nur 27 Mal. Ja, und deswegen hasse ich es, mit dir Shooter zu zocken. Verstehst du das jetzt langsam? Aber ich habe mich gut bewegt. Taktisch. Oder du standest da, hast so gemacht. Du Körperklaus. War ich so schlecht? Du Besen, ja. Scheiße, ey. Minus 57. Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Kann es sein, dass die kaputt sind, also dass meine nicht funktioniert hat? Das ist ausgeschlossen. Das ist ausgeschlossen. Scheiße. Er wird behaupten, ich war einfach schlecht. Er wird behaupten, ich war einfach schlecht, hat er gesagt. Ja, ist er auch. Endlich sag's mal der Richtige, ohne Scheiß. Also, mit Kriegsspielen kenne ich mich nicht so aus. Trotzdem gut gespielt. Nee, es war super. Dankeschön, dass wir das machen durften. Ich hab ihn. Danke. Wie viel? Zu zweit. Was muss man hier machen? Es wird wahrscheinlich so sein, auf Schnelligkeit unsere Farben tippen, gell? Genau. Das ist jetzt das Rematch sozusagen zwischen mir und Zabex. Wenn ich das gewinne, dann steht es 1-1. Ja, ja. Was hast du gerade gemacht hinter meinem Rücken? Nein, ich habe gewartet, bis wir spielen. Hä? Alter. Wo ist mein grünes? Alter. Alter. Oh, das ist ja... Meins ist viel schwerer. Alter! Alter, jetzt werde ich warm. Ja, glaube ich. 10 Subs! Für den Gewinner 10 Subs!
10 Subs für den Gewinner. Alter, du chillst dich. Alter, ey, ich brech mir die Finger, chill bitte. Alter. Alter. Alter, aber Junge, wie schnell bist du? Chill doch. Ey, meine sind viel schwerer, das ist so unfair. Scheiße, sagst du. Bin durch. Schauen wir mal. Alter. 80. Wie viel habe ich? 85. Ja. Und du hast 95. 2-0. Das kann nicht sein. Auf Spieler 1 ist recht. 2-0. Das kann nicht sein. 2-0. Ey, das kann nicht sein. Ich war viel schneller. Wie du da standest. So standest du da. Ich war viel schneller, Chat. Ich habe die ganze Zeit geballert. Sieht man ja. Und du hast so. Tak, 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 tak. Aber tak. Hast du gesagt, chill mal, weil ich so schnell bin? Ja. Du hattest zwei, drei Mal, da hast du tak, 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 aber ich war trotzdem schneller. Das ist Live-Support. Was ist denn hier Starship Troopers? Was ist das? Starship Troopers, was ist das? Ey, ich fühle mich wie eine Prinzessin gerade, ne? Was ist denn das hier für ein Spiel? Mann, Alter, ich weiß das nicht. Guck doch mal. Ja, das ist Shooter Troopers. Weißt du, was ich ganz besonders toll an dir finde? Hm? Ach so, was denn? Nix. Merkst du, gell? Ja. Du bist auch Italiener, ja? Bravo. Das ist ein geiler Laden hier. Guck mal hier mit den... Du kannst mal reinkommen, wenn du willst. Können wir mal, wollen wir mal rein? Ja, lass mal rein. Ja, lass uns mal reingehen. Alter! Ja, Zabex und ich machen... Das ist doch ehrliche Arbeit. Eine Gamescom-Reportage. Und das sieht ja hier, das ist ja wie im Sternlokal. Oh, das ist ja frisch, schön. Hier würde ich mich auch irgendwann sehen. Schön in so einem kleinen Imbisswagen. Schön, ja. Machst du hier ein bisschen Netflix super. An, musst du hier einen Stuhl hinstellen, so einen Campingstuhl. Dose Bier rechts rein und dann zack. Wollen wir mal probieren, die Pasta? Ja, sehr gerne. Dass ich hier lieber. Mal in einem Pastawagen stehe. Ist geil, ne? Hätte ich mir auch nie träumen Vielen Dank, lassen. Mein Lieber. Ciao, Bella. Das ist das Einzige, was du kannst. Jetzt warte mal, bitte. Dente sind gut, schmecken. Mm. Boah, ist das geil. Boah, das Knusprige da kommt gut. Boah. Wow, ist das geil. Ich bin, ohne schwer, ich bin schwer laktoseintolerant. Also das ist jetzt kein Spaß, was der sagt. Eine der besten, die ich je gegessen habe, Carbonara. Ohne Scheiß. Aber guck mal, ich hab's auch aufgegeben. Am Ende des Tages, man lebt nur einmal. Ich lebe wahrscheinlich aufgrund meines Körperfettanteils einige Jahre weniger als du. Aber ich bin Lebemann, ich genieße jede Sekunde, ohne Scheiß. Mhm. Man muss sich mal was gönnen auch. Vielen Dank, ne? Sehr lecker. Ja, danke schön. Super. Wollen wir mal da so rüber? Crossplay, ja. Wir gehen jetzt zu Crossplay. Was ist Crossplay? Crossplay ist, das sind Menschen, die sich verkleiden als ihre Spielfiguren. Genau, das. Wie heißt das? Wie heißt das, wenn die sich so anziehen? Ja, ja, das habe ich ja gerade gesagt. Nee, ich habe es akustisch nicht verstanden. Kannst du noch mal wiederholen, bitte? Das ist Crossplay. Crossplay. Wie? Crossplay? Oder Cosplay? Alter, ein Hotdog-Stand. Ja. Ah, das R. Ich habe das R zu viel. Genau. Ach so. Wieder mal ein dummer Fehler. Weißt du, was mich richtig abfuckt? Na? Dass du mich in zwei Games geschlagen hast. Und ich glaube, dieses Button drücken, glaube ich, war falsch. War verbackt. Elektronisch, nee, ohne Scheiß. Du hast doch gesehen, wie ich da Vollgas gegeben habe. Während du da so hektisch am Drücken warst, du hast dich angehört wie ein Xylophon. Ja, vor allem, ich war ja extrem schnell. Weißt du, was ich meine? Wie man's nimmt. Wenn Zeitlupe schnell ist, dann warst du schnell, ja. Hier ist Musik. Wollen wir mal auf so eine Bühne gehen? Hast du da Bock? Du kennst meine Antwort, aber ich werde dich wahrscheinlich nicht aufhalten können. Aber wir sind nicht aneinander gekettet, deshalb, ich kann... Ah ja, das stimmt. Ich kann machen, was ich will heute. Nächstes Jahr Streamingverbot, Fragezeichen bei dir? Wahrscheinlich ja. Das heißt, du und Monty, ihr könnt euch dann zusammen auf die Couch legen und euch gegenseitig ein bisschen anfassen. Ja. Okay. Ich will dann so in 5-6 Jahren dazu stoßen, eventuell. Oh, Zabex, wow. Krass, Digga. Hallo? Ist dir auch so warm? Ist sauber, ja. Liebe geht raus, Jungs. Du hast ganz junge Leute, ne, so als Fans. Ja, das ist krass, das macht mir auch ein bisschen Sorge. Ja. Wissen eure Eltern, dass ihr den Stream guckt? Ich glaube, ich muss mal langsam meinen Sprachgebrauch anpassen an die Zielgruppe. Ja, ich könnte dir mal so einen Crashkurs geben, so mal für 2-3 Stunden, wie man sich richtig ausdrückt, auch werbefreundlich ausdrückt. Ja, das wäre herrlich. Der Crashkurs kostet 1000 Subs. Was geht, Jungs? Behalte, ich danke dir. Der Crashkurs kostet 1000 Subs. Und danach bist du reich. 1000? Naja, du bist ja
Du kriegst ja da noch Placements, dass es schallert. Ah, okay. Wenn du die, wenn du aber das wir Wording, sind ja Freunde, du könntest das ja auch einfach so für mich machen. Ich würde es so für dich machen, aber da ich weiß, dass du unfassbar reich bist und Geld scheißt wie ein EC-Automat, Digga, möchte ich davon absehen. Das ist so, also wirklich. Zabex, ich habe eine Frage. Die Freundschaft zwischen uns beiden, Real Talk. Real Talk, jetzt fällt dir schwer jetzt, gell? Nein, Real Talk. Ich habe gesagt, lass mal öfter Real Talk machen. Die Freundschaft zwischen dir und mir von 1 bis 10. Wo würdest du die aktuell einschätzen? 10. Ich sag dir ehrlich, ich hab's ja auch privat schon gesagt. Und das ist jetzt 100% Real Talk. Wir haben uns aus Zufall auf der Rollertour getroffen. Wir hatten vorher nichts miteinander zu tun. Ich habe dich einmal kurz auf den Stream Awards gesehen. Ich dachte, was ist das für ein Opa? Aber ich sage, du bist mir mittlerweile so ans Herz gewachsen. Du bist auch privat einer meiner engsten Freunde. Real Talk. Und du hast so, du lernst so Leute kennen. Okay, das ist mir ein bisschen, du schwitzt extrem. Ich sag dir ehrlich, man lernt so Leute kennen und man versteht sich mit Leuten, aber dieser Vibe, weil du genauso einen Schaden hast, das ist wichtig. Ich möchte dich nicht küssen, wirklich nicht. Du hast sehr schwitzige Lippen, ich sehe hier die Schweißperlen und du stinkst nach Rauch. Dieser Geruch ist sehr anstrengend. Wird da jetzt wieder Fitner betrieben? Wir haben gestern Rezo getroffen. Weißt du, was Rezo gesagt hat? Du da, na, was denn? Was hat Rezo gesagt? Es war doch der etwas kleiner ist als ich, der dich auch so in den Arm genommen hat. Der Nette mit dem blauen Haaren. Ja, genau. Und der hat gesagt, er hat in seinem letzten Livestream uns beide sehr gelobt, dass er unseren Content feiert und lachen musste. Ja, der ratet auch manchmal rüber. Liebe Grüße, da kommt noch was auf euch zu. Liebe Grüße. Guck mal, was Habub schreibt. Habub, Grüße. Cringe, wenn ein 50-jähriger Mann Fitner sagt. Sperren. Auf keinen Fall, der kriegt VIP. Gehen wir jetzt hier links runter. Grüße, herzlich willkommen auf der Gamescom. Hat der eine gesagt, wir haben kein Herz? Boah, da sehe ich dich drin. Das ist geil. Das ist geil. Da passt mein Kopf nicht rein. Da sehe ich dich drin, Zabex. In so ein, weißt du, dich nicht da so einschließe. Chat. Ich werde da niemals reinpassen. Komm, wir versuchen es mal. Zeig das nicht. Wo ist die Kamera? Nein, zeig das nicht. Was soll das schon wieder? Wir kriegen hier Faxe, das ist ja bodenlos. Wir sind im Mittelalter. Und im Mittelalter hatten die Menschen keine Mittel, Alter. Hast du den Wortwitz verstanden? Nee. Wir sind im Mittelalter und dort hatten die Menschen keine Mittel, Alter. Aber du darfst dir nicht wehtun. Nein, er checkt's aber nicht. Aua. Nee, ganz langsam. Langsam runter. Hier Aua. So den Arm. Aua. Ja, langsam. So. Hör auf. Ich krieg Panik. Aua, du kennst mich, hör auf. Ja, ich mach doch nichts. Beruhige dich. Meine Arme sind dann zieh so weiter raus. Meine Uhr, meine ja, Arme. Ja, deine Rolex, ja. Hör auf. Ich krieg Panik, hör auf. Oh mein Gott. Und wie war das für dich? Schlimm, ganz ist schlimm. Könnte es eine Vorliebe zu Hause werden? Nee, aber da kann ich dich mal aufbocken. Und dann reden wir noch mal über die 80.000 Euro. Wenn du verstehst, was ich meine. Nee, verstehe ich nicht. 80.000? Was meinst du? Hier sind Kinder anwesend, deswegen werde ich da jetzt nicht drauf eingehen. Nee, was meinst du mit den 80.000? Na, wofür willst du mir 80.000 Euro bezahlen? Was muss ich da mit dir machen? Habe ich nicht verstanden. Ungeschützter. Entschuldigung, ich distanziere mich davon. Was soll das denn? Da sind Schwertkämpfer! Alter! Lass uns Schwert kämpfen, du gegen mich. Wir werden uns jetzt gegenseitig zum Ritter schlagen. Ritter Zabex, gehen Sie auf die Knie. Oh. Ich schlage Sie. Nach Montana Black, nach Trimax und nach Knossi. Wie viele kommen denn da noch? Zum nächsten Twitch-Ritter auf der Gamescom 2024. Erheben Sie sich und küssen Sie mich jetzt auf den Siegelring. Vielen Dank. Küssen Sie mich auf den Siegelring. Vielen Dank. Küssen Sie mich auf du den Siegelring. Du hast keinen Ring an, du fantasierst. Ah, sorry. Edler Herr. Maximilian Anton Sören Schradin. Ich schlage dich hiermit zum ältesten, verbrauchtesten, rustikalsten und am meisten nach Torf riechendem Twitch-Rentner. Ich bewundere deine Gaming. Versuche, nicht im Gaming bewundere ich gar nichts bei dir. Deine Versuche, unsere Jugendsprache zu lernen, dich in unsere Szene zu integrieren. Und ich bewundere deinen extrem jungen Freundeskreis, weil keiner in deiner Altersgruppe das tut, was du tust. Viel Glück und Freude auf deinem weiteren Wege. Du mögest dich erheben. Ja, es geht in die Knie, ne? Das geht in die Knie. Lass dich umarmen. Bitte mit dem Schwert aufpassen. Dankeschön. Sehr gerne. Lass uns in den Kampfring gehen. Schradin darf keins haben. Er hat auch das Denkbeschwert. Okay, danke. Sag mal, springst du? Los!
Hey. Guck mal, was los? Du nicht so mit der Spitze da, so nach vorne. Du darfst nicht so angreifen. Du musst dich verteidigen. So musst du machen. Hey, geh mal in deine Ecke. Was denn? Geh in deine Ecke, warte. Was, wenn er mich jetzt, wenn er jetzt zugeschlagen hätte? Gib ihm. Nein, ey, ich kann nicht. Er ist so Profi, was? So, mein Freund. Nein. Jetzt hab ich dich. Bravo. Ey, jawohl, hast du dich? Ja, stopp! Ja! Stopp! Ja! Stopp! Ja! Stopp! Gib ihm meine! Stopp! Ja! Stopp! Gib ihm meine! Stopp! Super, danke schön! Was ist los? Hey, was? Stopp! Alter, hast du gesehen, was ich mit dir mache? Ich will nicht mehr. Halbzeit, stopp! Du hast einen Profi! Komm! Alter! Hast du gesehen? Ja. Alter, das ging so schnell. Verdammt nochmal. Geil. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Man muss in manchen Situationen muss man einfach abgeben können. Versteht ihr? Und der hat ja... Oh, der hat aber richtig ausgeholt. Der hat richtig zugeschlagen. Super. Du kennst dich doch im Gaming aus. Hab ich noch nie gehört. Guck mal hier, Tomb Raider. Das ist doch die Tomb Raider. Nee, oder? Oder? Das ist ein Transformer in erster Linie. Und Tomb Raider ist aber auch Game. Tomb Raider ist Game, ja. Habe ich gespielt früher. Ich war auch gar nicht schlecht. Alter, da ist Henke. Wo ist er? Henke! Da ist er. Ey, Mike, du alle Scheiße. Guck mal, wie er das... Sollen wir? Guck mal hier, ARD. Oha. Ja. Woher hast du das? So schnell habe ich mir genommen. Das ist keine so gute schnell. Idee, dass ihr dem Mikro geht. Schade, sag ehrlich, wie fühlt sich das an? Mit so einem Mikrofon? Ja. Champions League. Oder? Alter, absolute Champions League. Das ist das höchste der Gefühle. Komm, schreib mal hier drauf. Kann ich auch einfach in die Mitte? Nee, nicht in die Mitte. Ach so. Als Nicht-Studierter. Klipp das mal. Ich habe mal ein ARD-Mikrofon in der Hand. Guck mal. Das schönste Mikrofon der Welt. Was würde passieren, wenn ich jetzt einfach eine Werbung zeige für irgendein Produkt? Ich habe hier eine Trinkflasche. Mir kriegt dann viel Ärger. Oder dann du? Ärger. Oder dann du? Er will immer Geld verdienen. Ich, Alter. Du hast so viel mit der ARD zu tun, wie ich mit Frauentennis. Sag ich dir, wie es ist, nämlich gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass du gut Tennis spielen kannst. Ich kann sehr, sehr gut Tennis spielen. Grüße gehen raus. Was ist die Hauptstadt von der Türkei? Bitte? Die Hauptstadt von der Türkei. Ankara. Stark. Jawohl. Go, es ist es. Du bist der Beste. Alter. Er sagt Istanbul. Weltklasse. Voll Idiot. Hey, darf man das bei euch sagen? ARD. Bitte? Darf man das bei euch sagen? Ich darf alles sagen. Voll Idiot. Okay. Schrade nicht, zieh durch. Du hast ja noch was zu tun. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem kleinen Gamescom-Rundgang. Ich danke dir, mein Lieber. Zieh durch, mein Lieber. Bis später. Und viel Spaß dir, ne? Okay, Abfahrt. Ja, komm, wir gehen. Geil. Okay. So, Creator Lounge, jetzt mal ein bisschen Backstage. Jetzt mal gucken. Das sind so die ganz Wichtigen hier. Ne, hier dürfen nur die Wichtigen rein. VIP-Person. Ich möchte mich nochmal für deinen Besuch bedanken. Ich möchte mich bedanken, dass du da warst und dass wir dich durch Zufall getroffen haben. Ey, das war geil. Das war geil. Aber du kannst es auch richtig, so Gaming und Dings und so, gell? Ich bin da drin. Geil. Du musst mir auch so ein bisschen helfen in Zukunft. Was brauchst du? Ja, ich muss auf jeden Fall mindestens so gut sein wie Zabex im Gaming. Weil zum Beispiel Trimax in der Gaming-Szene sagen alle, Trimax wäre zum Beispiel schlecht. Arsch. So. Dann ist Zabex aber Ultra-Arsch. Mega-Arsch. So. Ja. Und ich, da gibt es keinen Ausdruck für, was ich bin. Und deshalb müssen wir, ich habe jetzt zwar noch so ein bisschen Rentnerschutz, weißt du, aber der bröckelt. Und deshalb muss ich gamingmäßig ein bisschen aufholen. Du musst dich kredibilisieren so quasi. Du musst reinkommen. Ja. Schade. Dann müssen wir das angehen. Bootcamp. So. Und dann zeige ich dir auch mal ein bisschen. Dann gehen wir in den Livestream. Ich kenne den Junge auch eine Weile. Ja. Ein bisschen im Umgang mit Zabex. Das ist auch ein bisschen schwierig, ich weiß. Das ist und schwierig. Du machst einen großen Dienst für die Gesellschaft. Das ich muss mich um ihn kümmern. Ja. Ein bisschen. Ja. Der wurde früher gemobbt, der in der Schule wurde im Mädchenklo eingeschworen. Er ist ein bisschen abgedriftet. Richtig. Immer vollgeschissen. Richtig. Er ist jetzt der Reichste. Der Dickste gewesen. Jetzt ist er der Reichste. Jetzt fängt er an, ein bisschen abzuheben. Jetzt müssen wir gucken. Ja, jetzt, und da müssen wir ihn runterholen. Und du bist mein Mann. Halt dich, mein Großer. Ja, wir sehen uns. Alles Gute. Viel Spaß noch. Ciao, tschüss. Das ist so die VIP-Area. Und dann haben wir sehr hochwertig die Paletten hier. Und man hat... das ist so das Design der Gamescom. Man versucht wieder basic zu bleiben. Das heißt also, man nimmt einfach Kabelrollen und macht aus den Kabelrollen einfach Tische. So sieht das Ganze aus. Wunderbar. In diesem Sinne, das war's. Tschüss, ciao, Gamescom 2024. Danke fürs Zusehen. Ihr seid die Besten. Liebe geht raus.